willkommen. Mein Name ist Daniro. LP. Okay. Ja. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja. Neuer Charakter ist aufgetaucht und da muss ich natürlich was von einem Video machen, ne? Weil warum nicht? Ist ja noch ein paar Monate her, seit ich wieder letztes Mal gespielt habe und ja. Ich weiß nicht, vor ein paar Tagen irgendwann ist der letzte DLC-Kämpfer rausgekommen und ja, den schauen wir uns mal an. Wir spielen natürlich klassisch Modus und so und ich glaube, eine neue Dingenskarte ist auch dazu gekommen, eine DLC-Karte hier, wo man Geister freispielen kann und so. Aber ja, machen wir es mal hier. Und wer ist der DLC-Charakter? Oh, einfach nur Held. Ja, der Held, welcher sozusagen die Dragon Quest Serie repräsentieren soll. Und ja, weiß nicht, der nächste DLC-Kämpfer, der auch noch angekündigt wurde, der mit Mario Master Online, der nächste DLC-Charakter, der danach rauskommen wird, ist Banjo und Kazooie. Und ja, viele Leute haben, weiß nicht, ein bisschen negativ darauf reagiert, dass der Held angekündigt worden ist, weil er wieder ein weiterer Anime-Charakter ist mit dem Schwert, weil so, wir haben ja noch nicht genug von solchen Charakteren, ne? Und ja, was ich ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, respektlos bin, weil, weiß nicht, Dragon Quest ist wahrscheinlich eine der ältesten Serien, die jetzt hier im Spiel sind. Ich glaube, die einzigen Charaktere, die noch älter sind, sind so Mr. Game & Watch, vielleicht Donkey Kong, Duck Hunt, weiß ich nicht, Pac-Man. Also ja, also wenn es hier Dragon Quest nicht gäbe, das ist ja wahrscheinlich eine der ersten japanischen Rollenspielserien der Welt. Und ja, wenn es den nicht geben würde, dann würden so Sachen wie, weiß ich nicht, Cloud, also Final Fantasy, Fire Emblem wahrscheinlich gar nicht existieren. Mother, Monessia kommt, Mother, Earthbound. Und ja. Und ja, Final Fantasy wird gar nicht existieren, wenn gar nicht Dragon Quest existieren würde. Also ja, ein bisschen mehr Respekt, ne? Und ja, was ist meine Hintergrundgeschichte mit Dragon Quest? Ich habe nur zwei Spiele gespielt, was irgendwie überraschend ist. Weil japanische Rollenspiele sind ja so mein absolute Lieblingsspiele, aber ja, irgendwie Dragon Quest, weiß nicht, ich habe mich nie so gepackt, finde ich. Die zwei Spiele, die ich gespielt habe, haben mir zwar Spaß gemacht, aber halt nicht. Und ja, der Charakter ist, glaube ich, der Hauptcharakter von Dragon Quest 11 oder 10, ich glaube 11, was so vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Und ja, die ganzen Kostüme hier, boom, sind alles andere Charaktere von anderen Dragon Quest, andere Hauptcharaktere. Er ist, glaube ich, der Hauptcharakter vom allerersten Dragon Quest. Ihn habe ich keine Ahnung, ich nehme an, so 4, 5 irgendwie so. Und das hier ist der Hauptcharakter von Dragon Quest 8. Was eins der Dragon Quest ist, da ich gespielt habe. Ich habe 8 und 9 gespielt. Und ja, deswegen nehme ich ihn hier. Den Held. Oh. Boom. Ich glaube nicht, sag ich nicht zu sehr. Das nehme ich schon ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Und ich habe 7 Tickets, perfekt. Weiß nicht genau, was der Held alles kann, aber gucken wir mal, historische Helden. Da kommt mal her. Oh, KP Battle, merke ich gerade. So, was kannst du ändern? Das ist, oh, ich habe eine MP Leiste. Cool. Ah, okay, ist gut. Okay, was war das? Ich weiß nicht genau, was ich mache. Und wie die ganzen Zauber alle heißen, das sind Zauber, nehme ich mal, weil man dazu Soundeffekte. Oben. Ja, ich glaube, ich muss mal im Menü gucken, was der alles kann. Also richtig irgendwie herausgefunden, was ich mache, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Na, der Held und Robin. So, lass mal gucken. So, Fauch, Zischel, Zisch. Was? Feuerbälle, die ich aufladen, Kraft gewinnen. Die Aufladung lässt sich durch Schildnutzung speichern.
Zick, zack und zick, zack. Durch dein Schwert beschworener Blitzschlag. Stärker durch Aufladung. Ladungsspeicherung nicht möglich. Okay. Säusel, Saus und Braus. Wind tragt dich empor und zerschneidet die Lüfte um dich. Ja, Befehl zwar. Öffne dein Eingabefenster, die Auswahl von Befehlen ermöglicht. Wupp, durchspringen. Heilung gehen. Bumm, wupp. Wupp, ist das nicht tot oder so? Oh Gott. Die Ebene ist von der Spezial, da sollst du dich nicht genügen. Okay. Kommt bei der eingezeigt wird, die Evolution, die Peng, Bumm. Ja, die. Das ist eine so der Sachen, die mich nicht so beeindruckt hat in Rank Quest. Die ganzen Namen und so sind alle so was von. Namen von, weiß nicht, Orten und. Oh, ist ein neuer Level. Bumm. Boing. Ah! Oh Gott. Der ist weg. Oh, und irgendwas fragt er den Pokéball. Das ist irgendwie. Weil nicht. Oh, was ist das denn? Damit kriege ich MP zurück, indem ich angreife. Oder einfach nur durch Zeit. Da habe ich Angriffe. Boah. Hier frisst das. Was ja Dutzende Sachen irgendwie, die du machen kannst. Und du hast ja noch voll viel, aber ich bin gleich tot, Mensch, gerade. So ist das. Boing. Man macht Boing, also nicht. Irgendwie ist alles in Zeitlupe. So, Bumm. Das ist ein neutraler Zauber, glaube ich. So, gehen. Gut. Ich glaube, Heilung, Multibeschleunigung. Was ja Dutzende Möglichkeiten, was du mit dem machen kannst, ey, das ist auch voll krass. Cool, okay. Ich kann mir schon vorstellen, einige Leute damit richtig, weil nicht überpowered sein können. Energieschub, da tut, glaube ich, Angriffskraft erhöhen, ne? So ein paar Zauber kenne ich auswendig. So. Was ist das? Nein, der grabt mich die ganze Zeit. Oh. Aha, der Wirbelwind tut sogar Schaden machen. Was ist das? Nein. Na, Multibeschleunigung. Teufelsball, was macht ein Teufelsball? Weil ich mir stehen bleiben, ey. Was? Oh Gott. Oh, der hat mich schon wieder gegrabt. Weiß gar nicht, wie der Held hier standardmäßig heißt. Ich glaube, der hat gar keinen Namen. Oh, Konzentration. Ja, ne, gibt es auch Konzentration hier. Das ist mehr oder weniger sich aufladen für den nächsten Angriff. Dragon Quest ist ja, was, jetzt schon gegen Drachen? Dragon Quest ist ja eine rundenbasierte Rollenspielserie, also ja. Was richtig geil war, war, oh Gott, OKP-Kampf, ne, gerade. Ist vielleicht nicht so schlimm. Da kommt irgendwie keine dieser Songs hier irgendwie bekannt vor, aber macht vielleicht Sinn. Jetzt habe ich zum Beispiel keine MP, ne? Und Schleim. Warum hat der sich hier im Super Saiyan verwandelt? Keine Ahnung, wenn man irgendwie höchste Konzentrationsmodus war, haben die Charaktere so lila geleuchtet. Und der Hauptcharakter hier, den ich gerade spiele, hat sich wortwörtlich in Super Saiyan verwandelt, wenn er volle Konzentration hatte. Da ist in seinem Bandana einfach sein Stirnband da weggegangen, Kopftuch meine ich. Er hat so eine abstehende Frisur gehabt.
Ich habe überhaupt schon erwähnt, irgendwie die Charaktere von Dragon Quest. Oh geil. Die sind gezeichnet von Akira Toriyama, dem Macher von Dragon Ball. Ich glaube, das hat mich irgendwie dazu gebracht, irgendwann mal Dragon Quest 8 zu holen. Ja, komm her. Oh Mann, hier ist das. Und ja, einige Leute, die sind ja immer noch hier so, die wollen sich Son Goku eher für Super Smash Bros. Wünschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Trolls sind oder so, ob das ernst gemeint ist, weil das ist voll dämlich. Son Goku ist kein Videospielcharakter. Hallo? Und ja. Ich glaube, ein Dragon Quest Charakter ist das erste, was wir irgendwie hier haben, was irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind jetzt näher dran, irgendwie Son Goku in diesem Spiel zu haben als jemals zuvor. Weil noch näher kommen wir irgendwie nicht mehr ran. Wir haben einen Charakter von, welcher von Akira Toriyama ist. Ich meine, das ist so auch schon was. Hallo? Ich habe ja gesagt, der Charakter, den ich hier steuere, der kann sich in Super Saiyan verwandeln. Also, was willst du mehr? Oh, ist das, kann nicht sein. Ich dachte, ist das dieser Blitzangriff irgendwie Giga Slash? Das ist so eine Art ultimative Attacke in Dragon Quest. Aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich der Ultra Smash, ne? Das sieht so ein bisschen aus, da stützt er auch so irgendwie mit seinem Schwert. Aua. Weil war ein kritischer Treffer Sound, glaube ich. So. Alter, der macht mich fertig. Du Pisser. Die Musik kommt mir bekannt vor. Gib mir das. Nein, der hat das bekommen. Oh Mann, ich habe das doch voll angegriffen. Nee, boah, der hat mich voll fertig gemacht, merke ich gerade. Und setzt das Spiel auf dieselbe Stufe fort. Ja, lass mal kommen. Die sowieso so selten spielen. Na, der hat jetzt noch sein Dings. Nein, das ist ein Heilfeld. Weg da. Nein. Oh Gott, das sah aus wie Giga Slash. Und das sind alles Hauptcharaktere von Dragon Quest. Den Dings gesehen, den mit dem Flügeln, das ist ja von Dragon Quest 9. Soll ich jetzt einfach hier stehen bleiben? Mach den ja, ist da. Oh. Abhärtung. Oh, ich bin metallisch. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Kommt aber auch nicht an mich heran. Boom. Ende. Okay, das Ende kam irgendwie sehr, sehr schnell. Ich dachte erst, die Zeit wäre abgelaufen oder so. Ja. Okay, nee, da war es doch. Konzentration, okay. Risiko, was? Die Namen sagen mir jetzt nicht alle was, so ein paar Sachen schon, so Krack, Bumm oder so was. Namen, wie gesagt, die Namen sind sehr komisch in Dragon Quest irgendwie, weiß ich nicht. Dragon Quest 9 war am schlimmsten, ey. Ja, irgendwie das Spiel bestand so sehr aus Wortspielen und so, ey, das war zum Kotzen. Weil es gab eine Wüste, die hieß, wenn ich es nur Wüste, versteht ihr es? Wenn ich es nur Wüste, hört sich an wie Wüste. Dann gab es ein großes, weiß ich nicht, böses Imperium. Wie hießen die? Großbrutalien, versteht ihr? Und dann muss man sich auf das ganze Spiel lang hier. Da muss man sich das ganze Spiel lang hier anhören. Das ist so zum Kotzen. Konzentration. Ah, Dragon Quest gegen Fire Emblem. Ja, ne, wird es eigentlich erfolgreicher, ich weiß.
Vielleicht Dragon Quest ist sehr erfolgreich in Japan, aber also nicht. Oh, du kannst auch aufladen, ich auch. Oh. Dennoch keinen Schaden bekommen, ey, das gibt's doch nicht. Ist da. Boom. Ist ja zufällig irgendwie, welche Angriffe man hier bekommt. Ja, du hast Bücher, ne? Ich habe MP. MP waren schon immer besser. Wupp. Wupp ist doch irgendwie tot, irgendwie. Also Todzauber, sag ich mal. Ich kann er nicht einsetzen, aua. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe den Sound gehört, wenn man irgendwie nicht genug MP hat. Was? Warum kann ich das immer noch nicht einsetzen? Oh Gott. Schwupp. Nein. Oh. Ja, echt lustig, wenn der, ich kann nicht mehr mal mein Feuer einsetzen. Was soll das? Wie viel MP brauche ich denn dafür? Ja, jetzt konnte ich das einsetzen. 30. Gott. Tristat. Nein. Tristat. Oh Gott. Boah, du hast kein Buch mehr. Aua. Oh Gott. Ah, noch ein Ticket. Hi. Oh. Oh, was? Ein Drache. Aua. Jemand hat so eine Anspielung an irgendeinen... Boah, willst du mich verarschen? An irgendeinem finalen Boss oder so sein? Ja, ich setze jetzt so viele Tickets an wie möglich. Oh. Hier, was ist das? Peng. Ja, wissen wir, was passiert, wenn Schrupp trifft. Ich will da nie im Leben den Gegner sofort töten. Was? Boom, frisst hat. Nein. Boom, so. Da war es, boah. Ein paar Mal verreckt, aber so. Ein paar Tickets rausgeschärft. Wenn nicht so, als würde ich die noch brauchen oder so. Komm, 8.5. Da, 9. Gut gemacht. Zwar ein paar Tickets benutzt, aber was? Wenn ich ihn zum ersten Mal gespielt habe, nicht schlecht. Okay, das war's dann. Wir machen natürlich noch diese Geistertafel hier, diese neue, die dazu gekommen ist. Also ich nehme einen ist noch dazu gekommen, also wird nicht nachgeguckt, aber bei Joker auch passiert, also nehme ich mal an. Da waren glaube ich so ganz viele freie Flächen. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, so ein riesiger Fan von Dragon Quest bin ich nicht, aber ins gefällt, also langsam wieder sehr herablassend, so meine ich das jetzt nicht. Aber für mich ist es jetzt nicht so, irgendwie Dragon Quest 9 hat mich irgendwie voll abgeschreckt von der Serie. Da war das Spiel richtig gut, man konnte sich seine eigenen Charaktere erstellen, alle so im Akira Toriyama-Style. Nicht schlecht, aber ja. Mit den ganzen Wortspielen dazu. Das war sowas von lächerlich und dämlich, ey. Schneeberien. Es gab ein Eis, eine Eisinsel, die hieß Schneeberien, versteht ihr? Sibirien, Schneeberien. Oh. Ja, das ganze Spiel lang. Und die Monster, die hießen auch. Die haben auch alle Wortspiele gehabt, ey. Und ich weiß, ja, ich habe nichts gegen Wortspiele, also wenn man sich das ganze Spiel lang irgendwie so 100 Stunden lang anhören muss, ne, boah. Da kriegt es echt einen Tumor, ey. Außerdem gefällt mir Monster Design nicht. Und das ist irgendwie, weiß nicht. Eines der ikonischsten Sachen der Serie, weiß nicht. So ein Schleim hier, so ein blauer Schleim, das sind ja irgendwie die ikonischsten Monster aller Zeiten hier im Rollenspielen. Ja. Ja, keine Ahnung, irgendwie alle Monster in Dragon Quest, die sind alle am Grinsen, die sind, haben alle irgendwie ein Lächeln irgendwie auf dem Gesicht, irgendwie. Nicht so ein fröhliches Lächeln, immer, weil nicht so ein
irgendwie so ein böses Grinsen oder ein Lachen oder so, und zwar jedes einzelne Monster. Ich meine es ernst, wirklich jedes einzelne Monster hat irgendwie so ein freches Grinsen oder irgendwie sowas. Ey, sind die Dinger schon immer so lange am Rumpfen gewesen, diese Pinken? Ja, wenn jedes Monster dich irgendwie so angrinst oder so, ne, boah. Ich glaube, wie Panikattacken, weiß ich nicht. Ja, für mich ist die Dragon Quest Serie nichts. Also, ich respektiere die Serie und so, aber unbedingt spielen möchte ich sie nicht. Also, da bleibe ich doch lieber bei meiner Tales of Serie oder Final Fantasy. Und ja, was soll's. Also, ich habe mich gefreut, dass ein Dragon Quest Charakter hier vorbeigekommen ist in Smash. Fand ich nicht schlecht. Endergebnis. Weiß nicht, was alle Leute haben. Ja, ist wieder ein Anime-Charakter mit einem Schwert. Ja, und okay, Dragon Quest 11 war das. Und ich habe ein Ticket zurückbekommen. Gut, Dragon Quest 11S. 11S, was soll das sein? Keine Ahnung. Ja, aber mal Shop vorbeigucken. Ja. So, Kämpfergeist. Dragon Quest 4, okay. Das ist der einzige Charakter, von dem ich jetzt nicht wusste. Aber sag mir jetzt nicht, man muss für jeden einzelnen dieser Charaktere jetzt Kämpfergeister und so holen. Kann ich mal ganz schnell nachgucken. Machen wir das nochmal. Schon ein bisschen heller ich gespielt habe, okay. Oder hier ist ein Ausrufezeichen, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wo war das nochmal? Deck. Wo konnte man sich nochmal die Dinger angucken? Ja, ne? Ja, ich muss. Vor allem, ich habe mit dem Dings, mit dem haben wir da direkt beide bekommen. Dragon Quest 11, Dragon Quest 4. Weil ich habe mit ihm gespielt und ich habe nicht den seinen Geist bekommen. Was soll das eigentlich? Ja. Na gut, dann machen wir mal. Von die Persona Dingen haben wir ja geschafft, diese Persona Geistertafel, dann werden wir die ja auch blau schaffen, ne? Waren glaube ich nicht so schwer. Okay, und ich glaube die Charaktere auf der linken Seite sind alles Charaktere, spielbare Charaktere von Dragon Quest 11, oder? Ich glaube ja. Also die Hauptcharaktergruppe. So, oh, sind gar nicht so viele wie in Persona. Okay. So, Schleim. Kirby Team. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich werde gerade mit Jokern ausgerüstet. Da will ich nicht. Dem will ich nicht. Gerade sondern irgendwie Anspielungen sein, die Farben, er sieht irgendwie aus wie Angelo aus Dragon Quest 8, aber halt nicht. Könnte meinen, irgendwie das Farbschema habe ich schon mal gesehen. Irgendwie also nicht. Hab ich natürlich wieder ihn hier. Wir kämpfen mal. Ich kämpfe mal. Ich habe einen Stern, aber wir wohl schaffen. Überleg, kenne ich dieses Lied? Das glaube ich nicht das Kampfthema von Dragon Quest 8. Wow. Okay, mein Geist, wenn ich das gewusst habe. Oh, da ist der Tilt-Angriff von denen, wenn man in eine Richtung drückt. Okay, zwei Angriffe, cool. Bis dann, habe ich gesagt. Konzentration. Los. Nimm dein Kopftuch ab und verwandle dich in Super Saiyajin. Auf Level 99 Evolution möglich. Okay, da würde ich mal gern sehen. Metall King Schleim, Metall Schleim, boah. Schleimkönig verwandelte sich dann, nehme ich an, ne? Draco.
Ich glaube, das ist nee, Dragon Quest 8 Kampfmusik ist so die Lieder, die kommen alle so bekannt vor, irgendwie sollten die eigentlich gar nicht. Da muss auch sagen, wie die Lieder klingen alle sehr ähnlich, finde ich. Aber irgendwie so den gleiche Flair alle, sag ich mal. Oh. Oh mein Gott, voll zugehauen. So, Draco. Die Maler sind offizielle Charakter Concept Art oder irgendwie sowas. Golem. Die Musik kommt mir so bekannt vor. Nur zwei Dragon Quest gespielt, kann doch gar nicht sein. Wie gesagt, die klingen alle so ähnlich. Energieschub. Wird angeschafft. Oder hat. Was? Okay. Wir müssen nur eingeschlagen. Putze. Wie willst du so was denn hier im Kampf irgendwie durchziehen, ey? Na, wenn ich getroffen werde, Schlafstatus. Warum? Mach den Kampf dann nur noch einfacher. Golem. Wer hat denn als Gegner aus Dragon Quest übrigens? So, hier haben wir Flüssigmetallschleim. Das sind so. Warte mal, der hat nur einen Stern. Um zu gewinnen. Auch so aus Smash. Boom. Das ist ein Nidos Rank bis 8, glaube ich. So ein Viech konnte man auch reiten in dem Spiel. Ja, solchen meine. Oh Gott, sag mir jetzt nicht, du machst die ganze Zeit Sprint. Kotzt mich jetzt schon an. Na komm näher. Wer ist denn der Aufgeben? Der große oder der kleine? Will mich verarschen. Ich bin am Boden. Du flieg raus. Was ist das? Boom. Nimm deinen Ball mit. Du geh weg. Warum mache ich in diesen Rückwärtsangriff von Street Fighter? Ein Rückwärtswurf. So, Kitas. Flüssigmetallschleim. Ja, super Rüstung. Alle sind kaum zu unterbrechen. Der Gegner stand mit einem Franklin Badge. Ja, jetzt. Siege innerhalb des Zeitlimits. Ja, diese Viecher. Die normale Gegner, die können zufällig auftauchen und ja, die sind weil nicht super schwer zu erledigen. Machst du irgendwie nur so ein, zwei Schaden jedes Mal? Ja, hat nur 8 KP. Oh Gott. Ja, die flüchten irgendwie sofort. Also richtig nervig. Wir geben Unmengen von Erfahrungspunkten. Ja, komm her. Was ist das? Ah ja, der hat einen Franklin Badge. Ja. Ja. Oh Gott. Ich habe das sogar noch geschafft, das gibt's nicht. Ah, okay. Lauftempo, ja, okay. So, zwei Dinger noch übrig. Kiedes. Keine Ahnung. Schon wieder super Rüstung. Den Mann irgendwie bald nicht. Sieht aus, als wäre irgendwie so ein Viech mit. Weil man durch die Welt fliegen kann in Dragon Quest. So ein Reittier. Gott. Okay, weiß jetzt schon wieder der Gegner. Er. Ja, der hat halt nicht viel HP. Oh ja. Konzentrieren. Nein. Nein, da ist er ausgerechnet dann gesprungen. Ich habe aber noch lange Zeit.
Was ist das? Kann ich den graben? Wenn der so groß ist. Was ist das? Ich will mal mein Ding jetzt einsetzen, mein Ultra Smash, komme ich gar nicht dazu. Riese. Okay, jetzt kommt Stufe 4. Wird wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Die Gefährten des Helden. Gegner schnell mit starken Nahkampfwaffen. Stärker außer, Okay, ich will da vielleicht mal was anderes ausrüsten. Nehme ich an. Team laden. So habe ich, glaube ich, gemacht, ne? Ne, ich möchte grün. Kräfteklau, was macht das Ding nochmal? Keine Ahnung. Ich werde mir schon trauen. Vertraue dem mich aus. Oh Gott. Es gegen 8 Leute kämpfen. Mein Gott. Ich kann nicht gleichzeitig auf das Ding gucken und gucken, was hier auf mich loskommt. Wie kann man damit nichts treffen? Ne? Oh, ich habe Heilung, aber noch gerade. Ach, da ist Kräfteklau, okay. Ja. Schon ein bisschen her, okay. Was ist das? Will man noch nehmen? Jetzt schwer. Oh Gott, jetzt kommen zwei. Du sollst wahrscheinlich die Kleine hier sein, ne? Denk schon, warum nicht so klein? Ich meine, die Heilerin oder so. Heilung. Nein, Mann. Hör auf, die ganze Zeit Feuer auf mich zu werfen, ey. So, hier krieg ich bestimmt meinen Ultra Smash voll. Metall. Ja, gar nichts gemacht. Ist ja auch nicht aus Metall, ne? Hier machst du aber nichts. Was ist das? Nein, nat. Ich wollte das haben, du. Boom. So. So. Nein, ich müsste näher ran. Ehrlich. Was ist das? Aber schon Spaß mit denen zu spielen, weil man schon so viele Sachen irgendwie hat. Ich habe irgendwie wahrscheinlich die Hälfte der Sachen noch gar nicht gesehen, was er alles drauf hat. Auf Sachen auf mich zu werfen, ey. Oh, nein. Wo kannst du mal das, Alter? Was ist das? Komme ich näher zu denen? Er ist voll umfällt auf die ganze Sache. Oh, ich wollte mein Schild gegen die Fresse. Nein. Ich habe keine Dings. Ja, Knarre. Ich habe von den Hauptcharakteren eine Knarre. Das ist ein Fantasy-Spiel. Gibt es keine Knarren. Und was nicht in Dragon Quest, wie ich weiß. Oh, hat er den gesehen? Wo, komm mal her. Boom. Oh. Hab meine Buddies mitgebracht. Giga Slash. Oh, Heilung, gut. Und da kommt Ike. Er ist wahrscheinlich jetzt volle Möhre. Stark, ey. Boom. Also irgendwie klein, ey. War schon immer so klein. Sollte er wissen, ich bin ein Ike-Main. Mehr oder weniger. Ich soll vielleicht auf Abstand bleiben. Jetzt nicht mehr. No, der hat auch aufgeladen. Ist das?
So kann er nur Nahkampfangriffe. Oh Gott. Konter? Ich denke nicht. Total lieb. Voll gemacht. Teleportation, was bringt das denn? Okay. Stell mir vor, wenn er hat irgendwie, wenn ich retten willst, machen willst, dann ist das vielleicht nicht schlecht, aber. Und Feuer. Oh Gott. Feuer. Okay, dann eben so. Jawohl, gewonnen. Mit dem Teamangriff. Was? Im Team Angriff und Abwehr. Was soll das denn bedeuten? Irgendjemand anderen Camp-Server. Okay. Alles klar, das war einfach. Schon komplett. Oh, 10.000 Gold. Ja, ging auch schnell eigentlich. Ich meine, bei Joker hat ein bisschen länger gedauert, weil das irgendwie zwei Seiten oder so waren. Aber okay. Okay, oh, nichts Neues. Kommt schon, ich habe gerade zu viel Geld. Was bist du denn? Sieht irgendwie komisch aus. Mit Ticket holen, aber wozu, ne? Gut, dann war's das für diesen Part, ne? Wir sehen uns dann wieder, der nächste DLC-Charakter droppt, also Banjo und Kazooie. Und wenn noch alles kommt. Also ja, gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich herzlich, wenn ihr irgendwie ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Part wieder. Ciao, ciao.